Hi ho, meine Freunde des gepflegten Zockens. Der Tobi ist wieder da, ja, mit ein paar freien Duellen, ne, wisst ihr ja. Das ist eine freie Duelle-Session. Und wir haben das letzte Mal auch ein paar Karten gekauft, waren nichts so Besonderes dabei. Aber was mir eingefallen ist, ist, wir haben so viel Geld im Moment. Wir können eigentlich mal das Rise of the Dragon Lords zum dritten Mal uns holen. Weil ich habe schon gemerkt, dass das nicht durchwechselt, wenn wir nicht wirklich das vorherige kaufen. Und ich will ja diverse Decks nochmal bekommen. Zombie World ist natürlich Nummer 1. Ansonsten auch das Zwillingsdeck hat eine Karte. Den Kreuzritter von Endymion heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es die direkte Übersetzung ist. Crusader of Endymion ist, glaube ich, der englische Name, der ganz nett wäre in unserem Zauberfritzendeck. Deswegen werde ich es doch mal wieder alles durchkaufen, was es an Strukturdecks so gibt. Auch wenn es viel Geld kostet. So, wir waren bei den 700er Gegnern. Das letzte Mal, also letzte Folge haben wir freier lasterhafter Drache bekämpft. Was, naja, ne, ziemlich easy war, würde ich mal sagen. Der hat sich ja irgendwie kaum gewehrt. Deswegen machen wir heute BIS Großer Kern Mark II. Der Bossansturm, das ist quasi wieder eine Konami-Referenz. Wir hatten ja bei den 600er Duellanten schon die. Wie heißt es? Codebrecher? Codebreaker. Ja, mit ihrem Konami-Deck gehabt. Und das Konami-Deck war ja, ne, wie der Name sagt, voll von Konami-Referenzen. Aber die größte Konami-Referenz würde ich vermuten, was sie ja auch ein paar Karten hatte, sind die Referenzkarten halt zu den Gradius-Spielen, ne, wie Gradius selber oder die ganzen BES-Karten, die quasi Bosse der Gradius-Spiele darstellen sollen. Und von denen hatte sie nicht so viele, also keine im Deck, und deswegen haben wir ihn jetzt hier, weil BES ist quasi ein Archetype, ein eigener, der nicht besonders gut ist. Aber hey, ihr seht, nicht mal ein Play in Zug 1. Und wir haben schon ein ziemlich großes Board aufgebaut, was natürlich jetzt. Ich dachte gerade für den Moment, wir rennen in den Mirror Force ein. Was natürlich für ihn jetzt nicht gut ist. Wir können ihn halt fast OTK'en, ne? Ist ein bisschen schade. Ich muss sagen, bis jetzt liefern die 700er Duellanten wesentlich weniger ab als die 600er. Weiß nicht, warum das so ist. Okay, er hat auch selbst eine Karten. Wie gesagt, die Gradius-Spiele und halt vor allem die Bossgegner, aber auch andere Sachen wie da, ach, was gibt's denn da hier? Siegesviper so und so oder Blauer Donner irgendwas. Diese ganzen Spaceship-Karten, die halt Referenzen in Konami-Spiele sind. So, wir können ja mal in seinen Friedhof gucken. Er hat ja ein bisschen was abgeworfen. Nicht, dass es ihm viel hilft. Denn wie es aussieht, dachte sich, wer auch immer das BES-Deck von dem gebaut hat. Ja, machen wir das mal einfach nur voll mit den BES-Monstern. Und wie ihr seht, diese BES-Monster, oder auch großer Kern, sind alles irgendwelche Tributmaschinen, die natürlich, wenn man nicht die Engine-Karte dafür auf der Hand hat, ziemlich bricky sind und einem nichts bringen. Und das Problem hat unser Gegner halt gerade. Und wenn wir jetzt auch noch das mal wegmachen, okay, der hat auch nichts nachgezogen. Wir können ja mal gucken, ob der überhaupt irgendwelchen Stufe 4 oder niedriger Monster hat oder irgendwas, um uns hinzuhalten. Hier Angst in Young, das Brüll, feierliche Wünsche verstehe ich jetzt auch nicht. Nicht gerade das beste Showing, bin ich ganz ehrlich. Aber das erwarte ich von dem BES-Deck tatsächlich auch nicht. Weil BES, das ist erst vor einigen Jahren, ist eine BES-Feldzauberkarte rausgekommen. Weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. BEF-Silos oder so. Auf Englisch zumindest. Die macht diesen Archetype, der vorher total wertlos war und tot war, tatsächlich einigermaßen spielbar. Aber die gibt es natürlich hier nicht.
Ansonsten basiert das Deck eher auf einer permanenten Zauberkarte, nämlich Boss Rush oder Boss Hetze auf Deutsch. Und ohne die ist quasi das komplette Deck aufgeschmissen, ne? Und haben wir ja gerade gesehen. Scheinbar ist im Deck von diesem NPC-Gegner auch nichts anderes drin als Big Core-Karten oder und BS-Karten. Obwohl, der hat ein Extra-Deck. Also, es muss irgendwas im Extra-Deck sein, ne? Irgendwie für eine Fusion oder ein Synchro, keine Ahnung. Normalerweise ist in einem BES-Deck kein. Also, sie haben keine Synchro- oder Fusionskarte. Bin ich mal gespannt. Unsere Hand ist diesmal wesentlich weniger schnell. Und mal gucken, ob unser Gegner jetzt mal was raushauen kann. Er hat auf jeden Fall jede Menge Graveyard-Setup-Karten. Was ihm bisher noch nicht wirklich viel gebracht hat. Bin ich ganz ehrlich. So eine Pyramidenschildkröte dazu zum finsteren Resonator. Jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei des Zombie-Decks. Aber hey, wir kommen schon zurecht. Wissen, er hatte einige so Battleface-Stunt-Karten, wie Angst an Jagendes Gebrüll. Feierliche Wünsche aus irgendeinem Grund. Ja, da hört es halt langsam schon auf, ne? Brauch halt diesen Boss-Hetze. Spell sonst, ne? Also wenn ihr einen Farm-Gegner braucht, hier ist er. Das sage ich irgendwie, das habe ich beim letzten Gegner auch schon gesagt, aber hier ist es ja fast noch schlimmer. Nicht nur fast, es ist schlimmer, also. Er hat ja noch nicht mal irgendein Monster gespielt. Okay, das, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Folge so fix geht. Sie geht ja noch fixer als das letzte Mal und da waren wir schon im Turbo-Modus fertig quasi, also im Turbo-Durchgang durch die Gegner durch. Upstart müssen wir gar nicht erst aktivieren. Wir können nämlich seine Lebenspunkte genau auf Null bringen. Sei denn, er hat jetzt eine Stun-Karte. Nee. Ja, weiß nicht, das ist... Ich habe ja nicht mal irgendwas gemacht, ich habe einfach nur mit meinen normalen Pyramidenschildkröte und Finsterresonator Beatdown. Ich habe mit Monstern angegriffen, die weniger als 1800 haben. Und der hatte dem nichts entgegenzusetzen. Naja, ein drittes Duell haben wir noch, ich gucke mal, wenn wir hier keine Durchsage immer kriegen. Ob vielleicht das Dings neu gerollt wurde, nope. Aber wir haben eh nicht so viel Geld mehr. Also bevor wir uns jetzt noch ein Sturki kaufen wollen, sollten wir vielleicht schon noch ein bisschen Geld wieder ranholen. Dafür will ich ja eigentlich mal das Exodia-Deck auch fertigstellen. Das ist ja schon relativ weit, das Exodia-Deck. Ich glaube, an die 30 Karten haben wir schon. Und 40. Da fehlen halt noch zwei Exodia-Teile. Ich glaube, Bibliotheken fehlen noch. Oh, was noch? Keine Ahnung. Ich habe es mir schon länger nicht mehr angeguckt, aber wir waren doch schon relativ weit gekommen. So, unsere Hand ist mal wieder einfach nur Zombies im Angriffsmodus quasi. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht in diesem Duell, also er muss ja, ich sag jetzt eher, er muss ja mindestens kommt drei von Boss-Hetze eigentlich spielen, weil das die einzige Archetype-Support-Karte ist, die es eigentlich gibt für BES. Aber ist nicht der Fall, ne? Er hat nur feierliche Wünsche, was... ja, ein bisschen zu langsam ist, würde ich sagen. Ich meine, wenn er denn mal ein paar von diesen BES-Karten dann mal aufs Feld kriegt, dann... haben wir schon ein paar Schwierigkeiten. Beziehungsweise einige von denen haben halt Effekte, die sie nicht durch Kampf zerstören lassen und sowas. Mausoleum des Kaisers. Okay, deswegen ist so ein kleines Life-Gain-Sub-Thema drin in seinem Deck. Das ist natürlich gut, jetzt kann er wenigstens ein paar von seinen BES-Karten raushauen, ne? Werd ihn aber leider enttäuschen müssen. Weil der zahlt jetzt, wie viel? 2000 für ein Monster, das in der Bodenlose landet und dann greife ich ihn an für Game in der nächsten Runde.
Lege zwei Zählmarken, wenn du zuerst Normalbeschwörung beschwörst. Diese Karte wird nicht das Ergebnis eines Kampfes zerstört. Genau. Falls diese Karte mit einem Monster kämpft, wirf am Ende des Damage Steps eine Münze und wähle Kopf oder Zahl. Hast du falsch vorausgesagt, das entferne eine Zählmarke. Falls diese Karte ohne Zählmarke kämpft, zerstöre diese Karte. Am Ende des Damage Steps beginnt bedeckter Kern. Steht nichts davon? Nee, ich will bodenlos aktivieren. So, jetzt kann ich hier die Kette. So, Bodenlose kann man erst nach On-Summon-Effekten quasi durch anketten. Das ist gut zu wissen, dieses Detail, aber... okay, wir haben in 10 Minuten gerade 3 Duelle gemacht. Ja. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer ein kompletter Stomp halt, ne? Wie sieht's aus? Wollen wir vielleicht das letzte Duell gegen den Totenkopf-Tina-Dude im Story-Modus machen? Ich weiß, das gehört jetzt eigentlich nicht in die Duelle, freies Duell-Folge rein, aber... weiß nicht. Ich mag das eigentlich, wenn wir in Duelle, das wird wahrscheinlich später nicht mehr so sein, wenn die Gegner tatsächlich schwerer sind, einen Gegner quasi abfrühstücken können. Wie wir es jetzt halt bei den letzten 5 oder so gemacht haben. Oh, ey, guck mal, ein neuer Gegner ist jetzt im CPU-Duell. Auswählbar. Mal gucken. Wahrscheinlich Cyber Eltanin. War ich noch nie gesehen, die Karte, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, die hatten wir vorher nicht. 1200. Man bekommt nämlich auch neue Duellanten durch das Besiegen von den alten Duellanten. Womit man halt mehr freischaltet, und je mehr man freischaltet, desto mehr bekommt man diese World Championship Booster, in denen tatsächlich einige Core-Karten für Archetypes drin sind, die sie halt aus anderen Booster-Packs rausgenommen haben. Mal kurz hier die, das ist da auch Deckzerstampfer, das ist doch absolut obnoxious. Und das ist quasi das erste Pärchen hier mit. Alte und neue Dinos. Jamas. Das klingt doch alles ganz nett eigentlich. Das nicht schützen und brennen ist auch absolut. Aber das erinnert mich wieder an 2008, wo eines der ersten freien Tech-Paare einfach ein absolutes Stallfest von dem Deck hatte und da drin Final Countdown gespielt hat. Klasse. Also, so, das sind quasi die gleichen Game Designer. Also, es müssen die gleichen sein. So, jetzt habe ich nicht geguckt, ob wir das Strucki freigeschaltet haben. Ist nicht so wichtig, wir brauchen wahrscheinlich eh den Rest der Folge gegen ihn, wenn es wieder so kacke läuft wie letztes Mal. Nur ein Witz, bevor das Duell beginnt. Oh, du hast keine Zeit dafür, Spielverderber. So, machen wir ihn. Zum Abschluss der Folge und dann in der nächsten machen wir noch den nächsten freies Duellgegner, was ja ein Jurak ist. Und wir hatten noch vor kurzem eigentlich erst ein Jurak-Deck, aber vielleicht ist das ja ein bisschen besser aufgebaut. Obwohl, so schlecht aufgebaut war das letzte Jurak-Deck halt nichts. Hat halt das gemacht, was ein Jurak-Deck machen kann, ne? Ein paar seltsame Synchros raushauen, die kampforientierte Effekte haben. So. Doppelkoston. Unsere Hand ist mehr eher Backrow-heavy. Weiß nicht, ob, wenn wir dann mal diese ganze Value Engine tatsächlich mal haben, ob wir vielleicht Backrow rausnehmen wollen. Und dann vielleicht auf königlicher Erlass gehen. Oh Gott. Ja, wegen sowas zum Beispiel. Wollen wir die Hälfte unserer Punkte? Ich würde schon sagen, dass wir die Hälfte der Punkte zahlen. Weil die einfach, zumindest die Bodenlose halt relativ wertvoll ist. Wenn zum Beispiel dann König Totenkopfdiener rauskommt mit mehr als, ne, was weiß ich, wie viel Angriff. Wenn mit 8000 Angriff aufs Feld kommt, dann hätte ich gerne eine Bodenlose parat. Oder ein Deep Prison. Was wollte ich sagen? Achso, ob wir dann vielleicht die Route gehen wollen und Backrow quasi wegmachen aus unserem Deck, also rausnehmen und dafür einfach drei königliche Erlass spielen. Mal. Das ist meistens, wie die Decks aufgebaut sind, ne? Entweder sie spielen viel Backrow, sind also defensive Decks quasi, wie wir zum Beispiel im Moment schon eigentlich sind, ne?
Oder sie sind halt aggressive, also ne, offensive Decks oder Combo-Decks oder halt Combo-Decks quasi, die halt die Backrow vernachlässigen und halt viel mehr Engines spielen quasi, also natürlich den Haupt-Arc-Type oder was auch immer, ne? Mit den passenden Spell und Trap, nicht Traps, diesmal nur dem Zauber-Support quasi. Und dann vielleicht noch eins, zwei Engines, die das Deck dann erweitern. Das wäre dann, was könnte man denn, Lightsworn könnten wir zum Beispiel reinsplashen in unser Zombie-Deck, ne? Und dann hätten wir quasi ein Zombie-Sworn oder Chaos-Sworn-Deck. Das wäre zum Beispiel eine Idee, oder ein Beispiel einfach zum Untermauern, was ich jetzt meine. Und in solchen Decks, entweder man spielt gar keine Backrow, also Fallen-Backrow, oder man spielt einfach drei königlicher Erlass. Auf jeden Fall geht man von, was weiß ich, 10 Fallen oder so im Deck auf 3 runter und macht damit natürlich mehr Platz für halt Engines oder halt einfach um ein breiteres Spektrum an Support spielen zu können in seinem Deck. Oh, da kommen wieder die Self-Mill-Karten. Ich glaube, von denen hat er das letzte Duell, das so lange ging, nicht so viele gespielt. Da hat er dann tatsächlich die ganzen guten Karten wie Blitzeinschlag bekommen, ne? Ich merke schon, er hat irgendwie mehr Probleme gegen ein Deck, das nicht irgendwie versucht, das Spiel rauszuzögern und für eine Win-Condition gehen will, die so einfach zu unterbrechen ist wie Gewittermagierin. Bam, bam, ne? Wahrscheinlich hätten wir halt warten. Wir hatten ja dann immer noch ewig und 3 Tage die Endymion-Karte mit so vielen Marken. Wir hätten wahrscheinlich, bevor wir die Magierin machen, erstmal die Endymion oder was hochstecken müssen. Sodass wir gleich Marken alle entfernen können. Anstatt dann noch mit der Magierin auf dem Feld die Marken zu sammeln. Ist wieder TS-Action, ne? Warum bin ich immer in dem TS? Warum? Na, das ist vielleicht mal was geht. Das ist mal vielleicht, weil man irgendwie was zusammenzockt, aber. Es kommt tatsächlich irgendwie seltener vor in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Weil irgendwie niemand Bock hat, ne? Jeder hat Bock auf irgendwie ein anderes Spiel. Und die logische Konsequenz ist, wir machen mal einfach gar nichts, sitzen mal einfach nur rum. Labern, welche Spiele wir zocken können, sagen ja, na, hab ich aber keinen Bock drauf. Und dann gucken wir irgendwie YouTube-Videos oder so zumindest. Oder spielt dann jeder für sich irgendwie Magic. Oder am Ende läuft es doch immer wieder auf League of Legends raus, ne? So, ach, na toll, jetzt bändigt er unseren Friedhof, naja. Wir sind jetzt aber auf dem Beatdown, was schon mal ein Anfang ist. Das heißt, wir haben seine Searcher erschöpft. Letztes Mal hat er ja ein Arsch voll Search-Karten. Da ging es halt, ne, finstere Tomate into Pyramidenschildkröte into Goblin-Zombie. Und ne, das war halt nicht so klasse. Also es hat ewig gedauert, dort durchzukommen und dann kam halt der Schock, als ich für den indirekten OTK mit dem Burn-Schaden gehen wollte, ist er natürlich ein Blitzeinschlag, natürlich. Genau in dem Moment hatte er den Blitzeinschlag auf der Hand. Storm. Ich muss sagen, wir ziehen nicht so besonders, ne? Moment mal, wir hatten noch einen Zombie-Meister. Wie ist der eigentlich abhanden gekommen? Okay, und das mit der Herrin der Wichte hätte ich eigentlich auch voraussehen können. Dass er die gespielt hat. Hätte ich ja meinen Ryokaki spielen können. Ryo! Moment, Tributmonster? Ach, Illblut. Ja, ne, ist ein Normal Summon, ne? Da können wir auch schon mal eine Bodenlose weg. Zack. Da wird hoffentlich nicht so viel hinterherkommen. Ist gut. Und wir einmal ein Monster nachziehen, ne? Einmal einfach nur ein Monster nachziehen, aber nie. Nie dürfen wir nicht. Aber wir hätten ihn auch mit einem Standardmonster eh nicht
gefinisht in der Runde. Die Session ist alles so easy, ich weiß nicht. Also, na gut, vielleicht nach dem ganzen Pech, was ich mitunter hatte. Vor allem eine letzte Session Kistenschieberätsel. Into Duell, was eine ganze Folge, eine ganze Überlänge-Folge geht von ein paar 30 Minuten. Habe ich es auch mal verdient, dass es einfach mal smooth läuft. Smooth. Wie so ein richtig flüssiger Dünnschiss. Ja, ihr dachtet, ich bin über Code-Shokes erhaben. Aber nee. Nee, dafür hänge ich zu viel mit dem alten Mann rum. Dem alten Mann Alex. Das sagt euch jetzt natürlich nichts, ne? Aber wenn ihr dabei wart und den geheimen League of Legends Stream gesehen habt, den ich mal gemacht habe, bitte guckt ihn euch nicht an. Qualitätsmäßig habe ich da gemerkt, okay, mein Rechner geht in die Knie, wenn ich irgendwie 3 Games hintereinander League of Legends streame. Ich weiß nicht wieso. Weil bei anderen ähnlich anspruchsvollen Spielen passiert nämlich gar nichts. Aber naja. Da habt ihr zumindest Alex kennengelernt. Und der hat viele Auflager, sag ich euch. Wir haben ihm schon gebeten, sich etwas zurückzuhalten. Dabei hänge ich gar nicht mal so viel mit ihm rum, ne? Aber das bisschen, was er mal da ist, das reicht dann schon, um so auf mich abzufärben. Siehst du? Ich habe nur verloren, weil ich am Anfang meinen Witz nicht erzählen durfte. Halt die Fresse, du. So, die haben immer noch Zeit in der Folge. Das gibt's gar nicht, ne? Aber kürzer will ich die Folge natürlich auch nicht machen. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ich meine, länger, das ist ja irgendwie unabdingbar. Bei meinen Let's Plays bisher gewesen. 2008 kam das Spiel raus? Ist das, was das bedeutet? Nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Dafür sind, glaube ich, die Karten zu aktuell, was 2010 und bis 2008 angeht. Ach, guck mal, wir haben jetzt Spellcasts. Aber das haben wir doch auch schon. Das ist wahrscheinlich total random jetzt inzwischen. Aber irgendwie nach 3 Duellen kam schon das nächste, ne? In 3 Duellen kriegen wir halt nicht mal genügend Geld. Ist irgendwas drin, was wir brauchen könnten noch ein zweites Mal? Nee, ne? Sind zwar Staples drin, aber die Bibliothek ist gut, ja. Gut, das hat sich schon gelohnt eigentlich. Die brauchen wir fürs Exodia-Deck nämlich. Ja, warum nicht? Geh mir nochmal das Exodia-Deck angucken, wie weit wir denn damit waren. Ich hatte irgendwie gesagt, was habe ich gesagt? Irgendwie 30 Karten haben wir schon. Ich glaube, es sind nicht ganz 30, aber ein paar 20. 29. Schon mal nicht schlecht. Tuninnerungsverzeichnisse brauchen wir noch. Landform haben wir drinne. Ich weiß noch, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die Ratios angeht. Das muss auch noch gesagt sein. Da kann sich auch noch was ändern. Also es kann sein, dass wir doch noch ein bisschen weiter weg sind. Darkwood Dealings ist auch, weiß ich gar nicht, ob man... Machen wir mal zum Side-Deck. War auch noch eine Zahlungnahme, haben wir auch eine bekommen. Kann ich gleich mal reinmachen. Aus dem dritten Dingenskirchen-Deck. Also ist eigentlich gut, dass wir das auch bekommen haben, aber 2000 für eine Karte. Bisschen happig, ne? Ach, und die dritte Bibliothek ist auch schon die letzte, die wir quasi brauchen. Magische Bibliothek des Königs. Oder ne, des Kaisers? Ne, des Königs. Auch noch ein Donnerdrachen? Da habe ich natürlich nicht so aufgepasst drauf. Devi Donnerdrache. Dann braucht man wieder sein bisschen Deckbuilding. Ich habe zwar gesagt, das mache ich eher offscreen, aber das ist ja nicht so... So umfangreiches Deckbuilding hier. Bin ich schon am O vorbei? Nee. Hier. War doch gerade Donner. Nee, da haben wir erst einen. Ist nicht auch in Dark Beginning 1? War keine gepult weiter, ne? Dann fehlen halt noch die zwei Teile. Dann sind wir ja schon bei Dingen so. Und was noch fehlt, ist natürlich das Payoff hierfür. Wir haben bisher nur ihn hier. Da brauchen wir noch die Schicksalshelden, ne? Und Schicksalsziehen, stimmt. Schicksalsziehen fehlt auch noch. Schicksalsziehen ist, glaube ich, auch in... Nee, ich glaube, Schicksalsziehen ist in dem Pack drin, was wir schon haben, ne? In einem der World Championship Packs. Haben wir das schon? Schicksalsziehen?
Wir haben schon ein paar Schicksalshelden, aber nicht die richtigen. Ah, guck, Schicksalsszene haben wir schon eine. Brauchen wir natürlich noch ein paar mehr. Fender, Blade Master. Und Handzerstörung braucht man, glaube ich, auch noch. Ne? Das sind leider noch nicht die richtigen Schicksale. Wir brauchen Dogma oder Plasma. Quasi die beide auf der Karte ja aufgeführt sind. Handzerstörung, glaube ich, hat man auch noch keine bekommen. Ah, wie Handzerstörung, Hand. Ja, Hand, der 6. Moria-Handstellen, Rache ist das Einzige, was wir mit Hand haben. Also das fehlt uns quasi noch. Davon noch welche, davon noch auf jeden Fall zwei mehr. Da sind wir dann schon bei 34, quasi noch zwei Teile. Exodia 36, noch zwei Hämmer. Da sind wir dann bei 38 Karten schon. Und dann noch halt die... Da sind wir schon bei 40, ne? Ich glaube aber, das mit den Ratios ist noch nicht ganz so abgestimmt. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so viele Endymions spielen. Oder nur zwei. Da muss ich mich sowieso nochmal, was die Feinheiten angeht, umgucken. So, gut, da habe ich dann doch noch die letzten paar Minuten rumgebracht hier. Würde ich sagen, ja, weniger, ich muss ein anderes... Warum habe ich das Rezept gelesen? Ich wollte es einfach nur bearbeiten. Ich glaube, das geht nicht. Man muss immer lesen, um zu bearbeiten. Und dann wieder das Deck, was man auch benutzen kann, zurücklesen. Naja. Ja, sehen wir uns gleich wieder. Nächste Folge, letzte Folge der freien Duell-Session, wo wir dann tatsächlich wieder freie Duelle machen. Warte, ich zeige euch noch den Gegner. Wer ist als nächstes dran? Ach ja, Jurak, ne, hatte ich gesagt. Jurak irgendwas. Nee, das ist gar nicht Jurak. Das ist so ein Eruptions... Oh Gott, nein. Burn-Deck. Wir hatten ja schon ein Burn-Deck. Ein Feuer-Deck, auch nicht gerade nice. Aber vielleicht mal ein bisschen was anderes. Also vielleicht mal jemand, der ein bisschen was machen kann. Wenn so ein Fight darstellt. Naja. Okay, bis zum nächsten Mal. Tobi over and out. Macht's gut. Tschö.